Viele von uns verbringen die meiste Zeit des Tages im Sitzen. Die Folgen sind Schmerzen und Verspannungen, vor allem im unteren Rücken. Doch man kann etwas dagegen tun, selbst am Arbeitsplatz. Selbst die kleinsten sportlichen Bewegungen im Alltag, die ich in den Alltag integriere, sind nützlich. Ein möglicher Anfang sind diese drei einfachen Übungen. Zunächst sollten Sie eine aktive Sitzposition einnehmen. Setzen Sie sich an den Rand des Stuhls und positionieren die Beine im 45-Grad-Winkel. Die Füße befinden sich in der Flucht der Oberschenkel, die Fersen unter den Kniekehlen. Nehmen Sie jetzt die Hände an das Becken, heben den Brustkorb, richten die Wirbelsäule auf und bringen das Becken in eine mittlere Position. Die Schulterblätter bewegen sich dabei nach hinten, unten in Richtung Wirbelsäule. Bei der zweiten Übung legen Sie beide Hände auf die Brust und drehen den Oberkörper langsam so weit wie möglich nach links und nach rechts. Schauen Sie währenddessen auf einen festen Punkt und atmen normal weiter. Bei der letzten Übung nehmen Ihre Füße eine hüftbreite Stellung ein und die Arme hängen locker herunter. Senken Sie jetzt Ihren Kopf und Oberkörper und rollen dabei Wirbel für Wirbel ab. Anschließend geht's Wirbel für Wirbel wieder aufwärts. Und all diese kleinen Dinge führen sehr, sehr schnell zu einer Verbesserung des Wohlbefindens. Und da wollen wir hin. Weitere Infos unter www.apropos-gesund.de.